Yo Leute, ein Hallo und ein herzliches Willkommen hier zum Formel 1 2019 Karriere-Saisonfinale. Willkommen hier in Abu Dhabi zum Run 21, zum 22. wieder in diesem ersten Season mit Alfa Romeo. Ich bin ein Riesenfan des Teams. Kimi, Giovinazzi haben es wirklich beide verdient. Und ja, wir sind ja in der Rolle von Giovinazzi, aber trotzdem ist das echt ein richtig geiles Grand Prix-Wochenende. Schauen wir uns mal die Startaufstellung an und begeben wir uns dann ein bisschen in die Strategiephase. So, von ganz vorne startet Hamilton und wir von zwei, weil Bottas eine Strafe hat. Das heißt, wir könnten uns Hamilton sneaken und dann managen. Wenn der Start wieder so beschissen wird wie in den letzten Rennen, dann wird es schwer. Vettel, Perez, Weber, super Weber, Verstappen, Norris, Gasly, Bottas 9, also der hat eine Getriebestrafe. Hülkenberg, Ricciardo so hintereinander, Butler, Leclerc auch eine Strafe, Grosjean, Albon, Stroll. Und wie viel eine Strafe haben Kimi, Magnussen, Russell und Sainz. Ich habe natürlich auch gehofft, dass Hamilton so eine Strafe hat oder so, aber ist halt leider nicht so. Und ja, schauen wir uns mal die Strategie an, weil die wird sehr, sehr wichtig sein. Ja, Gott sei Dank. Wir werden auf die gehen. Da! Ich lege mich ins Zeug und hoffentlich werden wir Weltmeister. Es ist natürlich ein Riesen und wir nehmen echt viel Sprit mit, weil ich will pushen. 64 Kilo sollte ausreichen. Wir fahren da auf 3. Sehr, sehr... und auf 53. So, ich setze natürlich alles auf einen guten Start und zwei Stop wird auf jeden Fall drin sein müssen. Das Rennen geht 46 Minuten. Ihr seht natürlich immer nur ein paar Ausschnitte, also nicht Ausschnitte, aber ja, ihr seht, ja, gut. Fangen wir an. Der große Preis beginnt. Ich hier mal rein. Alter, wir werden hier gleich mal abgeschossen innen. Und Hamilton ist leider weg. Vielleicht können wir da noch was machen, aber jetzt heißt mal, hoffentlich dranbleiben. Und das schaut echt nicht gut aus. Haben wir einen Flügelschaden? Nein. Vettel hinter uns, sehr aggressiv. Er muss sich da unbedingt noch in die Weltmeisterschaft einmischen. Alter, verpiss dich, Mann. Und wir können aber halbwegs mithalten. Also Hamilton ist da schon echt gut unterwegs. Ich glaube, ich muss mal den Rhythmus finden, aber wir sind da leider Meilen weg von Hamilton. Aber jetzt, ja, wir kommen da an, will ich ein bisschen dran. Oh, Alter, die Reifen.
Ja, schon weit weg, leider. 2 Sekunden. Die Pace ist ein Wahnsinn, halt, das. Wir müssen halt vor Vettel echt uns in Acht nehmen. Ich will natürlich Wärme und Zweiter werden. Und der Weltmeistertitel rückt wirklich 3 Sekunden in die Ferne. Aber die KI kann das. Die sind mal in Monaco das halbe Rennen auf Rot gefahren. Also wird das hier auch kein Problem für sie sein. Mehr geht nicht um seine... Und es wird bei ihm immer mehr. Zack. Und hier ist schon so ein scheiß zweiter Strich. Voll und... Nein, du kommst nicht vorbei. Das war auch letztes Jahr. Da hat's Hülkenberg hanging like a cow. Aber gut. Das ist eine andere Sache. 4 Sekunden. Wir werden den Undercut versuchen. Es wird nicht funktionieren. Wir müssen auf einen Ausfall, glaube ich, hoffen. Ich verstehe es nicht, wir sind im Qualifying so schnell und im Rennen sind die Reifen... Nein. Hamilton ist aber noch da, oder? Sainz ist draußen, schade für ihn. Wir gehen auf Gelb und ein Klick weniger. Das habe ich mir irgendwie... Jetzt habe ich nicht... Ich habe es gemerkt, dass das fehlt. Obwohl, na, probieren wir 3. Wir sind jetzt zwar letzter, haben aber die besten Karten, weil wir ja gestoppt haben, wie wenig Zeit da. Ich werde nicht mal letzter, oder? Doch. Hier auf A12, Alter, drück mich nicht ab. ist okay. Aber nicht vorbei. Es ist schon wieder wie fucking Monaco. Wir sind nicht weit weg vom Ziel. Oh mein Gott, der Ferrari. Ja, jetzt laufen wir mal vorbei, Bruder. Hä? Mann, ich war schon vorhin. Alter, Leclerc rollt hier das Auto um die Strecke. Alter, Leclerc, ist das dein Ernst? Muss der uns ausbremsen für Herr Vettel? Wir sind wieder 9. Und sind gut im Rennen, wirklich. Wir müssen jetzt, Runde 7 waren wir. Das heißt, wir müssten, sagen wir Runde 8. Das heißt, wir müssten jetzt in Runde 18 wiederkommen. Nein, Blödsinn. Doch, in Runde 18 circa.
schon so nach Abschied. Es gibt natürlich eine neue Karriere, die wird dann Ende Mitte dieser Woche stattfinden. War Hamilton schon? Ich glaube schon. Ja, da war schon. Er wird aufgehalten. 7,8. Ich weiß nicht, ob Hamilton schon war. Nein, Hamilton war schon und er sind uns. 7,8. So, Stand jetzt, wir wären Weltmeister. Aber natürlich müssen wir uns auch gegen Hamilton durchsetzen. Wenn wir die Pace halten können, wäre das wirklich mega. Und wir könnten Hamilton hier heute besiegen und wir wären Weltmeister mit einem fucking Alfa Romeo auf Meister. Auf 99. Wird in die Box abbiegen und ich denke mal, oder vielleicht sogar beide. Danke fürs Zeitschinden, Bruder. So, fastest Lap. Und wir werden dann ab der zweiten Saison auch hoffentlich, werde ich dann alles auf Englisch eingestellt haben, weil es ist auch ein bisschen authentischer, weil ja die richtige Formel 1 auch auf Englisch ist. Und jetzt müssen wir eigentlich gute Longruns fahren. Und die Reifen, ja, gehen noch. 6 Runden noch und dann würde ich mal sagen, letzter Stint. Aber das ist eigentlich ziemlich okay. Wir haben jetzt, ja, jetzt 6 Runden. Und das Ding macht mehr, also das Getriebe. Ich glaube nicht, dass Hamilton probiert durchzufahren, oder? Das ist ja mörderisch. Und mir wurde ja vorgegeben, dass die beste Strategie ist, zweimal zu stoppen. Und ich glaube, zum Schluss hat er keinen Gummi mehr. Der hätte mit Weiß fahren müssen. Und obwohl... Jetzt haben wir ein paar Aufgaben zum Managen im Rennen. Wir müssen einerseits das Getriebe zum Leben erhalten, andererseits aber auch pushen. Aber jetzt, oder Hamilton lässt richtig nach. Hoffentlich hat er keine Probleme oder so. Das wäre ja traurig, wenn er im letzten Rennen ausscheiden würde. Aber wir hätten ja den Sieg nicht geschenkt bekommen. Drei Runden noch? Fünf Runden noch, dann geht's in die Box. Ja, das geht sich aus. Sollte sich ausgehen. Wir fahren auch konstante Zeiten. Unser Glück war natürlich mit einerseits, wenn wir heute zum Schluss noch so eine kleine Zusammenfassung machen, war unser Glück auf jeden Fall das Virtual Safety Car. Also man sollte da immer in die Box gehen. Und das ist halt zur perfektesten Zeit gekommen. Wir wollten sowieso stoppen. Jetzt hole ich wieder ein bisschen auf. Aber es war die perfekteste Zeit zu stoppen und heute können wir uns krönen. Wenn wir ins Ziel kommen, wäre es das wirklich. Das wäre unser Titel. Ich hoffe natürlich nur, das Getriebe macht nicht schlapp, weil das ist meine größte Sorge, um ehrlich zu sein. Ich fange knappe Sekunde langsam als unsere schnellste Zeit. Thank you.
Wir bleiben auf den 3. Wir bleiben auf den 3. Und Hamilton kommt auch. Hamilton kommt mit uns rein. Das ist natürlich strategisch perfekt. Besser geht's nicht. Komm. Vor Hamilton. Ja. Wir bleiben vor Hamilton. Aber er hat sich einen guten Vorteil verschafft, würde ich mal. Alter, der Tunnel ist so schlimm. So knapp. Es wird richtig knapp. Wenn wir unter 6 fahren, würde ich mal sagen, wird es knapp, aber das sind wir lang noch nicht und da sind wir noch eine halbe Sekunde davor entfernt. Aber ich weiß schon, hier werden wir ein bisschen Zeit verlieren. Und hier natürlich auch in diesen SS. Ja, 6,6 sogar. Hier haben wir sogar mal Zeit gut gemacht. Ich bin auch aggressiv über die Curves gefahren. Und gut durchgekommen. So, 3 Runden, 3 laps remaining. Sekunden, Halleluja. Jetzt haben wir ihn, glaube ich, geknackt. Sind bis jetzt hat er ein bisschen aufgegeben. Der letzte Sektor gehört sowieso von uns. Der erste dafür sowieso von ihm. Im Qualifying war das unser schnellster Sektor, aber jetzt im Rennen hat sich's leider ein bisschen gedreht und wir sind jetzt nur noch im letzten Sektor richtig gut. Da wo im zweiten, da verlieren wir immer noch Zeit, also wirklich da. Fuck, ein bisschen spät eingelenkt. Okay. So, sorry, die Facecam ist ausgegangen. Interessant wird es zu... Ich weiß nicht, wo es ausgegangen ist. Aber interessant wird es zum sehen, wo unser Team nächstes Jahr ist. Aber jetzt ist mal dieses Team. Und hier fahren wir in die letzte Kurve für die letzte Rennrunde. Die letzte Runde für das Team, die letzte Runde für diese Saison und vor allem die letzte Runde, um die Weltmeisterschaft 2019 zu gewinnen. 7 Sekunden sind wir knapp vor Hamilton und wir werden jetzt mal alle Engines runterdrehen, weil er das sowieso nicht machen kann. Wir fahren vielleicht... Jetzt hat er sicher eine halbe Sekunde aufgeholt oder so. 0,7 sogar. Halleluja. Ich bin auch gespannt, wie viel er aufholt. Ja, also das können wir gewinnen. Wir drehen da wirklich jetzt mal alles runter. Und ich würde mal sagen... Benzin, ja, der kann blinken. Ich weiß, was wir schaffen. Na, Hamilton holt ein bisschen auf. Aber ist klar, dass er aufholt, weil ich habe alles runtergedreht. Und... Alter, der holt auf der Geraden 4 Sekunden auf, wenn wir nicht dafür holen fahren. Das ist schon sehr, sehr wagemutig. So. 1, 2, 3, 4. Und hier um die letzten Kurven. Reifen gehen sogar. 71, ups. Und die Geräteflagge ist hier. Der Sieg gehört uns. Wir sind Weltmeister 2019 mit Alfa Romeo. Im letzten Rennen haben wir es geschafft. Gott sei Dank noch. Ich hatte echt meine Zweifel. Ein richtig, richtig gutes Jahr.
Danke nochmal an alle, die uns supportet haben. Lasst wirklich gerne ein kostenloses Abo da und besucht uns auch gerne auf Social Media. Wir haben wirklich diese Saison richtig, richtig gut Arbeit geleistet und ich hätte echt nicht geglaubt, dass ich das in den letzten Rennen nach Japan hätte ich echt nicht geglaubt, dass es das noch werden kann. Aber wir haben es wirklich geschafft. Oh mein Gott, es ist eine Leistung. Ich will aber mal hören, wer der Fahrer des Tages ist. Es war schon ein blöder Start mit diesen... Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Unser Team kann uns freuen. Wir werden leider nicht Konstrukteursweltmeister. Das hätte das i-Tüpfelchen gegeben. Aber Fahrerweltmeister, und das war echt ein riesengroßes Ziel. Die letzten drei Rennen haben wir wirklich rasiert bis zum Gehen. USA, Brasilien und das jetzt dieses Rennen. Hier haben wir die drei Saisonsiege geholt, die wir gebraucht haben nach dem Rennen. Bam, Leute, yes! Richtig gut. Wer hätte geglaubt, dass wir mit dieser Scheißkarre am Anfang, wo wir, keine Ahnung, 15, 16, 10, 11 in den ersten Rennen, wo wir echt nichts gerissen haben. Wir werden uns das Ganze nochmal anschauen. Freut euch Leute, freut euch, yes! Es ist ein großer Triumph für unser Team und vor allem auch ein großer Triumph für unsere Karriere. Wir werden jetzt wahrscheinlich von jedem Team... Wir können nicht mehr eingeholt werden, 12 Punkte vorne. Und Konstrukteurstitel sind wir Dritter geworden. Ist ziemlich gut. Kimi auch von 17 auf 9 gefahren. Er ist auch vom Spiel zum Drive of the Day gewertet worden. Wir sehen uns dann gleich in der Lobby wieder. Also Leute, stellen wir uns den Interviews, würde ich mal sagen. Ich habe noch ein paar kleine Replays aufgenommen, die ihr ja schon vor dem Rennen gesehen habt. Heute da draußen, was Claire zu sagen hat. Sprechen wir darüber, was passiert ist. Sprechen wir darüber, Schnurri. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Das Beste, es gibt doch nicht. Wir müssen nicht mehr aufpassen, was Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Okay, das müssen wir aber nehmen, weil es ist ja so ein bisschen vieles. Würden Sie sagen, dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau fährt? Eindeutig nicht. Absolut gar nicht. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Dankeschön, Claire. Danke für den Kommentar. Danke für diese Saison. Du warst eine gute Kommentatorin. Und es geht los. Wir schauen uns ein bisschen noch unsere Statistiken an und unsere Rennsiege, wo wirklich der Knackpunkt war. Und ich habe ja gesagt, wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen, war wirklich das eine Rennen der ausschlaggebende Punkt. Das war wirklich USA. Nach den beschissenen Rennen von Japan und nach wirklich vielen Rückschlägen haben wir echt viel Glück gehabt, dass wir USA gewinnen konnten mit der ersten Kurve, die echt schlecht ausgehen hätte können für uns. Und ja, hinter uns sehe ich schon Claire. Nein, das ist, wie heißen die? Keine Ahnung. Ihr werdet natürlich noch nicht erfahren, wer oder was das Ganze ist oder so. 400 Punkte gibt es extra. Und wir haben alles voll gemacht. So, Meisterschaft, wir haben den Titel gewonnen, Leute. Und das ist ja das, was zählt. Ich würde mal sagen, das ist so auch das Endpick. Oder schauen wir uns mal an, was weitergeht. Okay, hören wir uns mal an, was Claire zu sagen hat. Deine Leistungen waren gut. Und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Mhm. Und... meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genießt die Pause. Und nächstes Jahr weiter so. Du hast recht, Schnucki. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Ganz oben, Schnucki. So, Vertragsverhandlungen werden wir natürlich noch nicht beginnen. Aber wir können uns nichts anderes mehr anschauen. Okay, Leute. Ich hoffe, die Karriere hat euch gefallen. Die erste Karriere, by the way, von... vielen. Ich habe ja gesagt, ich möchte bei allen Academies so ein bisschen reinschnuppern. Die Ferrari Academy, oder besser gesagt Alfa Romeo, Ferrari und so weiter Academy, wäre eine Option. Vielleicht schnuppern wir auch in eine andere Academy und wechseln dann von der Academy zu einer anderen Academy. Das ist ein bisschen wirrwarr. Aber ich würde sagen, lasst wirklich gerne ein kostenloses Abo dafür. Das echt etwas längere Video, denke ich mal. Ich habe es natürlich geschnitten, aber es wird wahrscheinlich trotzdem so um die 30 bis 40 Minuten umfassen. Ich denke mal 35 bis 40 Minuten. Lasst wirklich gerne ein kostenloses Abo da. Besucht uns auch gerne Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Lasst gerne auf Instagram oder irgendwo auch sonst ein Follow da. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Besucht uns auch auf Facebook. Und absolut. Und was ihr wirklich machen könnt, abonniert den Kanal. Würde mich wirklich freuen. Wir setzen unser Herzblut in die Videos rein. Und es wird auch wieder Champions League geben. Und seid auch gespannt, nächstes Jahr wird es auch was ganz Neues geben. Europa-Weltmeisterschaft, also Europameisterschaft. Ob das Ganze stattfindet. New Dawn wird auch kommen. Also seid auch gespannt. Aber für heute war es mal. Soll es das mal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Und könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Spekuliert, auf welches Team wir fahren. Aber bis heute war es mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.